Servus, servus, willkommen bei Olli's Wortwelt. So, heute geht's los mit einer Reihe. Also das ist jetzt der erste Bericht von einer ganzen Reihe. Ich weiß, ich habe das schon öfter mal gesagt und den Capri nicht fertig gemacht. Ja, da kam immer so viel dazwischen. Aber jetzt ist es so, dass ich clublos bin. Ich bin aus meinem Club ausgeschieden. Warum, ist auch scheißegal, muss ich zugeben. Seitdem fahre und baue ich auf einem anderen Level. Das heißt, nicht ohne Club ist man besser. Das habe ich nie gesagt, sondern nur mit dem richtigen Club wird man besser. Und ich überlege mir gerade, wo ich einsteigen soll. Ich habe ein Angebot vom SRT Frankfurt. Das überlege ich mir gerade, weil da fühle ich mich sehr wohl. Ist zwar ein bisschen Bullshit für mich, aber ich fahre eh die Rennen da oben. Deswegen. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe schon öfter gesagt, aber jetzt gleich versteht ihr, warum diese Reihe der Berichte nicht abgebrochen wird oder wie auch immer, sondern fortgesetzt wird. Heute ist Teil 1 und zwar geht es darum, ich möchte eine DTM-Serie starten. Aber Holzbahn 1,24, da bin ich noch am Überlegen, mache ich nur die alte DTM, also 90er, 80er Jahre, 80er, 90er, so rum, oder auch die neueren mit diesen Flügeln und allem und lasst die dann in zwei Wertungen fahren, weil der eine hat vielleicht Bock das, dass man einfach mal alle zufriedenstellt. Das bin ich noch am Überlegen. Ich baue jetzt erstmal für mich, ich persönlich fahre nur die alte DTM, die neuen DTM-Autos, ja, sind nicht mein Fall. Ist so. Also, dazu baue ich auf den hier, Mercedes-Benz CLK DTM 2000. Original, so wie er da ist, baue ich ihn auf und decoil ihn hoffentlich auch. Ich habe das mit denen noch nie gemacht, weil ich kein Fan davon bin, aber ich möchte die Original haben, wegen dem Reglement. Ich muss dazu auch ein Reglement schreiben. Ich hoffe, ich kann, wie gesagt, von der Strecken her würde ich gern Frankfurt, Hockenheim, Westhausen, so, mal gucken. Das ist alles noch ein bisschen vage. Ich schreibe das jetzt gerade alles immer auf und dann mache ich daraus einen Plan. Auf jeden Fall müssen die Autos dazu stehen, dass die Leute die Autos testen können, dazu was sagen können und dass man das auch sieht und nicht nur hört. Einmal baue ich den auf, weil man muss zwei aufbauen. Ich baue auch zwei auf und der zweite wird der hier. Den kennt ihr schon, den habe ich euch schon mal gezeigt. Eigentlich war es anders geplant mit den Fahrzeugen. Ich persönlich liebe die DTM der 80er, 90er, deswegen bin ich froh, dass ich sie habe und die baue ich auf. Zum Chassiswahl kann ich bis jetzt sagen, das muss ich ganz kurz schauen, das kann ich erst sagen, wir fangen an mit dem Opel Calibra Bausatz. Das heißt, ihr seid dabei, den bauen wir von Null bis zum Fahren auf und nebenbei baue ich den Mercedes auf. Da seid ihr komplett dabei. Das heißt, wir machen den jetzt mal auf. Ganz wichtig, ihr seht, nagelneuer Bausatz. Was ich wissen will, ist, was haben die hier für Breite? Kann ich den, also ein Plafit, dieses S24 ist es, glaube ich, oder dieses 124, kann man eigentlich immer nehmen. Ich persönlich schaue jetzt erstmal, was wir da genau haben. Dann kann ich euch das sagen. Aber ich sehe es eigentlich schon auf den Blick. Ja, das hat 60, 62. Und wenn ich jetzt dann, ich sage jetzt mal ein GT Master Chassis in die Finger nehme, da bin ich bei 70. Das hätte ich gar nicht messen müssen. Das habe ich heute wieder eingetrichtert bekommen. Also läuft es auf die Plafit Chassis aus. Ihr wisst, was ich meine. So, wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Und zwar auf die einmal und einmal eventuell, da muss ich schon schauen, einen Moment kurz, ob ich noch eins da habe. Wenn nicht, muss ich es bestellen. Ja, das sieht aber nicht so aus. Egal. Wie gesagt, Chassis bin ich mir noch nicht ein. Ich denke, dass es das hier wird. Wundert euch nicht über den Kleber, das ist vorbereitet für was. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. So. Aber wir fangen jetzt mit den Deckeln an, damit die Deckel auch zügig fertig werden.
So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Sind die Decoys da dabei? Ich sehe nämlich keine Decoys. Das ist immer so ein. Ich sehe da keine Decoys. Ah, ich spür's. Okay. Und da sind sie. Und zwar in sehr gutem Zustand. Top. Also, fangen wir an. Wir fangen an. Opel Calibra V6 DTM. Dazu holen wir uns die ganzen Teile raus. Die Reifen brauchen wir nicht. So. Warte kurz, ich will das schnell in den Mülleimer schmeißen, weil sonst schwärzen mich gleich bei mir rum und habe ich gar keinen Bock drauf. So, dann haben wir hier nämlich den Karton für unser Autozeugs, damit wir auch wissen, welches wie wo was. Den können wir da reinstülpen und den Mercedes stellen wir nochmal zur Seite. So, das war natürlich anti-schlau, so ist besser. Wir fangen an. Mal schauen, dass ihr alles seht. So. Wir fangen jetzt erstmal an. Anfangen bedeutet, wir nehmen die Karosserie. Wir packen die Karosserie aus. So, was sind das denn? Die Reifendeko, sehe ich das richtig? Oh, die sind aber durch, glaube ich. Die sind schon gelb, wenn ihr das seht, aber da nehme ich Kleber. So, die kommen weg. Die sind vergilbt, brauchen wir gar nicht aufheben. Also, wir haben jetzt die Karosserie und wir fangen jetzt erstmal an, dass wir die Motorhaube befreien von ihren Ästen. Dazu nehme ich eine Knipex und Knips ganz sachte. Seht ihr das? Mal schauen. Ja, ihr seht das. Top. Und knipst es ganz einfach. Ab. Dann das nächste. Dann den hier. Hoppala. So, jetzt haben wir die Motorhaube, dann befreien wir den Rest der Karo auch noch von ihren Ästen. Ihr könnt sie auch abbrechen, aber also so hin und her biegen, aber da ist mir schon mal ein ganzes Stück von der Karosserie rausgebrochen. Vielleicht war der Bausatz älter oder sowas, deswegen knipse ich das und das nur mit dem Knipex, also nicht mit einer Beißzange an sich, weil eine Knipex finde ich eigentlich ist einfach nur eine bessere Schere. So, jetzt haben wir das erstmal grob und dann heben wir das mal so ran, wie das so ran muss. Ja, das sind die DTM-Fahrzeuge, das wird nämlich ein Problem. So, das ist nicht, ihr seht das, es ist nicht einfach damit getan, die da drauf zu stecken oder so, sondern wir müssen noch die Stoßstange, denke ich, mal rausholen. Was bedeutet, wir holen uns das, das können wir wegschmeißen. Dann machen wir den Plan mal auf, damit wir das auch sehen. Schaue ich mir die Decoys genau an. Das sind sogar zwei Bögen. Warum? Einen Moment kurz, wer war der Fahrer? Team Joost, ne? Sind egal, kann man immer gebrauchen. So, also machen wir auf und suchen diesen Teil mit der Karosserie. Der ist natürlich auf der anderen Seite. Und zwar ist der. Ja. Das ist natürlich geil. Das ist ein einziges. Ne, zwei. Da ist der. Ich dachte gerade, das ist die Reihe der Karosserie. Was heißt, wir brauchen den Frontspoiler. Den müssen wir uns jetzt natürlich hier rausholen. Ich habe ihn, glaube ich, sogar gleich in der Hand. Ja. Wenn ihr euch nicht sicher seid,
Dann guckt er einfach die Nummern an. Das wäre, glaube ich, A37 und das hier ist A37. Also wenn ihr da euch nicht ganz sicher seid, dann gibt es ja da immer diese Ziffern. So, wir machen die Stoßstange runter. Tun ein bisschen in unsere Karton. Und dann schauen wir uns das mal genau an, wie das denn sitzen soll. Lass mich mal schon schauen. Das ist der Frontspoiler, da kommt das Ding hin. Und hier kommt die drauf. Ah, das sind die zwei. Sehr gut. Das ist passend. Also, ich erkläre euch das jetzt heute nur so. Also, wir machen da jetzt nicht voll durch. Ich muss nämlich noch mit meinem Bruder nachher noch Reifen schleifen. Aber ab morgen geht es dann weiter. Also, es geht immer wieder weiter ein Stück. Keine Sorge, das vergesse ich nicht, weil hier geht es um eine Serie. Also, da könnt ihr mit, da kann jeder mitfahren. Ich weiß nicht, wie man sie nennen. Nächstes ist jetzt, ich möchte das machen, weil ich liebe die DTM. Ich fahre GT Master. Die Jungs sind voll cool. Die Laune ist immer voll geil. Da habe ich mir gedacht, weil viele die DTM mögen, komm, dann fahren die nämlich auch DTM mit. So, also, ihr seht es. Wir haben hier zwei Nippel. Was heißt, ihr könnt es gar nicht falsch setzen. Und ich muss sagen, und das ist immer ganz wichtig, ihr müsst die Passungen angucken. Also bei Tamiya habe ich jetzt zumindest im Zivilbereich keine Probleme bis jetzt gehabt. Ich hatte von Revell ein. Da wird es so schlecht. Aber hier die Passung ist top. Da zeige ich euch jetzt gleich eins, weil wenn wir schon dabei sind. Wir müssen die Stoßstange da ran und danach muss ich schauen. Einen Moment. Remove, remove, remove. Ja, habe ich richtig gemacht. Ich will wissen, wie die Motorhaube ansetzen und wo. Das muss ich mir schon anschauen. Weil das ist nämlich schon wieder ein kleines Problem für mich. Weil der Kotflügel. Einen Moment. So. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Punkt gefunden. Zeige ich euch gleich. Was wir jetzt machen heute, wir haben das jetzt abgeschnitten und wir haben hier so Reste, also so Nippels, die müssen weg. Die müssen weg. Was bedeutet, ihr nehmt dazu eine Feile. Ich muss die schnell holen, die ist hier, glaube ich. Ja, da ist sie. Ich habe so eine kleine Schlüsselfeile und dann feile ich das glatt. Ihr könnt da tausender Schleifpapier nehmen oder mit dem Teppichmesser vorher das alles. Au! Jetzt haben wir tatsächlich einen Finger geknipst. Geil. Nicht schlimm, nur Haut, aber behindert. So, also da einfach. So, der erste Nippel ist weg. Wo war der zweite Nippel? Hier, ich sehe es. Der dritte Nippel war hier unten. Ja. Da. So, und wenn ein Nippel, wo ist es? Da. Nicht so will, dann nimmt er einfach das Teppichmesser. So lange. Unten auch. Zack. So. Dann schauen wir bei der Stoßstange. Ja, da haben wir die Nippel hier, die müssen gefeilt werden. Sag mal, ich habe da noch eine feinere, oder? Irgendwo habe ich noch eine feinere. Die ist grob. Da ist sie. Ja, die ist sau fein. Besser, Flachfeile. Wo waren die Bobbles? Ja. Schon schauen, ob alles gut filmt. Ja. So. Die haben wir, die haben wir. Was wir jetzt machen ist, wir verbinden die Stoßstange mit der Motorhaube. Dazu ein kleiner Trick von mir. Wir nehmen uns ein Stück
1000er Schleifpapier. Revellkleber kann ich für so, also Bausaat nur empfehlen. Ich hab noch keinen besseren gehabt. So, wir schleifen die Fläche, wo die Motorhaube aufgeklebt wird, schleifen wir an. Nicht viel, einfach grob drüber. So, dann schleifen wir in der Motorhaube natürlich auch an, aber nicht die Nippel wegschleifen, also sachte, nicht, dass er die abbrecht oder so, weil die brauchen wir. Das sind echt die Top-Führungen. Also einfach so an den Nippel vorbei, dann nehmen wir einen Zewa. Ja, ich weiß, das sieht aus wie aufwendig aus, aber ich sag's mal so, umso besser du deinen Deckel baust, umso besser läuft dein Auto. Also, ein krummer Deckel, bisschen abputzen, ein krummer Deckel ist nicht gut für ein schnelles Auto, deswegen, so, weg damit. Also, wir haben das jetzt angeraut, dann nehmen wir unseren Revellkleber und schaue ich mal, ob was rauskommt. Nein, also nehmen wir ein Feuerzeug, einfach ein Feuerzeug nehmen und die Nadel heiß machen. Ihr seht es schon. Und dann gucken wir, was rausläuft. Ja, jetzt kommt. So, einfach. Ich mache einen Punkt drauf, hebe die Stoßstange natürlich fest und verschmiere es mit der Nadel. Also nicht ein neuer Punkt, sondern verschmiere das erstmal. Wenn ich merke, ich brauche mehr, dann drücke ich einfach wieder ein bisschen mehr. So, dann nehmen wir die Stoßstange in die Hand und verbinden die Stoßstange mit einem Druck, nicht zu fest erstmal, einfach nur, dass ihr erstmal, also ihr korrigiert sie, wenn sie korrigiert werden muss, aber da muss nichts korrigiert werden. Und dann nehmen wir die so in die Hand und drücken an. Da ist sie gerissen. Seht ihr das? Das sind immer Dinge. So. So schaut es dann aus. Das lassen wir jetzt durchtrocknen komplett. Da mache ich auch nicht rum. Das empfehle ich euch auch. Lasst die Teile, vor allem wenn ihr sowas kleben müsst und müsst es dann zusammenkleben, lasst es komplett trocknen. Lasst euch Zeit, lasst es trocknen. Ihr seht auch, es steht perfekt, wenn ich es so hinstelle. Muss ich gucken, ob ihr das seht. Ah ja, das steht sauber. Das sehe ich schon, wenn ich es hinlege. Hier auf die Flachfläche. Ja, top. Seht ihr das? Da. Top. Nur, dass er da gerissen ist. Das ist halt so ein Ding mit Bausätze. Hier seht ihr das. Das ist so filigran. Das richte ich dann. Das zeige ich euch, wie man das richtet. Das zeige ich euch dann morgen. Morgen Vormittag kann ich euch die Lüfter zeigen. Das zeige ich euch morgen Vormittag oder mittags. Und im Abend zeige ich euch dann die Verbindung von Motorhaube zu Karosserie. Das war's jetzt erstmal für heute, aber die Reihe wird komplett fertig durchgezogen. Muss ich, will ich, weil ob wir dieses Jahr die DTM starten kriegen, nicht, aber dieses Jahr so weit, dass wir sagen können, wir haben für nächstes Jahr Termine, das wäre cool. Deswegen, da freue ich mich, muss ich zugeben. Vor allem sind es, klar, ich mag den M1 auch oder ein R8, okay, aber ich komme halt aus dem Zeitalter von diesen Autos. Und da steckt einfach so eine besondere Liebe dahinter. Also, ich werde jetzt Abendessen. Ich habe Hunger. Nee, noch nicht Abendessen. Wie viel haben wir? Weiß ich nicht.
Doch, demnächst muss Abendessen geben, wenn mein Magen knurrt. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns. Euer Olli von Olli's Lottwelt.